Hallo YouTube, hallo Richie, hallo Boston Maul. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Forest. Let's play together. Hallo ja, Sarah, hallo Richie. Hallo, hallo Welt und hallo Sarah, hallo Boston Maul. Ganz genau, wir sind nämlich nochmal hier. Oh, hey, Moment mal. Was ist los? Ich habe Aloe Vera, sehe ich gar nicht. Ach, ich habe die Samen irgendwie eingesammelt. Ich kann Aloe Vera hier anpflanzen, was ziemlich cool ist. Ich pflanze das mal an, ja? Mhm. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind, aber ja, das Unkraut kommt durch hier. Dann kann ich auch Ringelblumen anpflanzen. Ich glaube, das waren Ringelblumen. Brauchen wir noch einen Garten? Ja. Gärten kann man mehrere anbauen. Allerdings werden die Sachen wohl auch schlecht am Busch. Die verderben wohl, wenn man die nicht regelmäßig erntet. So ist es zumindest bei mir im Singleplayer. Eine an. Was denn? Ich brenne schon wieder. Hat funktioniert? Also ich gehe mal Stöcke holen, ja? Mhm. Kann mal einer gucken, ob ich überhaupt noch blutig bin? Ja, bist du... Ja, bist du noch. Sieht so aus, ja. Dann gehe ich nochmal ins Wasser. Jetzt teste ich was. Moment, ich habe das rausgefunden. Dann muss es doch auch mit dem anderen gehen. Mit dem Böden. Nee, immer noch. Immer noch blutig. Vielleicht ist das auch in einer Grafik-Ding. Ein Bug. Ein Bug, genau. Komisch, den Boden kann ich nicht so in die Länge ziehen. Warum nicht? Das finde ich gemein. Also hier liegt noch ein Knochen, falls jemand noch einen Knochen braucht. Ich habe genug Knochen. Guck mal, Richie, die Gärten kann man auch in die Länge ziehen. Ehrlich? Wusste ich gar nicht. Echt? Aber die Böden für die Hütte nicht. Das dann kannst du einen ganz großen Garten machen. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass ich irgendwie kleinere Gärten irgendwo habe. Hier, wo ich stehe, habe ich jetzt auch mal irgendwas eingepflanzt. Ich hatte auch noch Saatgut. Mhm. Mehr gibt das nicht her. So, ich weiß nicht, was ich angepflanzt habe, aber irgendwas habe ich angepflanzt. Ach so, ja, Stöcke. Kann Essen im Feuer verbrennen? Ja, ja, wird schwarz. Mhm. Dann muss ich das rausholen. Das kann man immer noch essen, aber oh, das ist dann ist nicht mehr ganz schön. Nicht mehr so. Ach echt? Wie geht das denn? Ja, allerdings, das gefällt mir. Sollen wir das hier uns hier hin machen? Was denn? Das hier. Was hast du denn da? Dieses Pavillon-Ding. Echt? Man kann das hier so... Wow! Was denn? Ja, man kann das so echt hier in die Länge ziehen, die Gärten. Ja. Nur die Böden für die Hütten nicht. Aha. Klasse. Ja, aber trotzdem, ja, Pavillon ist eine gute Idee und ich gehe Stöcke holen, ja. Mhm. Ihr müsst mir unbedingt noch verraten, wie ihr das mit dem Trinken macht. Also ich weiß zwar, wie man trinkt, aber haben wir hier noch irgendwo Wasser oder eine Wasserquelle? Ja, am Strand. Leider kann ich dir den Wasserschlauch auch nicht überreichen. Das Nein, geht scheinbar irgendwie nicht. Ich will nur wissen, wo es überhaupt Wasser gibt. Am Strand drüben, da müsste es noch was geben. Ich guck mal, ob da irgendwas gefüllt ist. Wollen wir mal gucken hier.
So. Ja, hier ist noch einiges drin. Mhm. Ja, noch bin ich nicht durstig. Ich hatte noch eine Soda, aber ich muss das irgendwie mal begreifen alles. Und den Wasserschlauch kannst du ausrüsten und dann auffüllen. Und ich glaube, der ist mit einem Schluck dann zu 100% gefüllt. Jawohl. Braucht man also nur einmal zu machen, die Geschichte mit dem Wasserschlauch. Ja, dann gucke ich doch mal hier auch, wo ich schon mal hier bin und wo ich gerade sehe, dass die Schildkröten hier ankommen. Dann gucke ich doch mal, dass wir hier auch ein paar Panzer noch mal bekommen. Ja. Für die weiteren Wassersammler hier. Ach, da fehlen ja auch noch Stöcke. So schön anschleichen an die Schildkröte. Schwuppdiwupp. Und da fliegt der Panzer. So, ich bin am Bauen. Und hier sind zwei Bäume nachgewachsen. Die hacke ich aber sofort um, oder? Ja, hack mal um. Ja, dann sieht man, hier sind auch ein paar weit gewachsen, so kleine. Ja, die hacke ich alle mal weg hier. Dann sieht man ein bisschen besser. Dabei wollte ich ja eigentlich nur Stöcke holen. Für die Hasenkäfige. Mhm. Für Pavillon brauchen wir auch Stöcke. Aha, viele. So, Baumfeld Richtung Strand, so halbwegs, naja, Richtung Fels viel mehr. Schon geschehen. Wenn du nachher mal rüberkommst, dann fahren wir mit dem Floß rüber. Die Stämme einsammeln. Ja, dann hacken wir aber erstmal noch ein bisschen, damit sich das auch lohnt. Denn wenn die da kommen, Baumfeld. Also Holz hacken. Mhm. Wenn mal ein bisschen Holz. Ich komme jetzt auch. Nimmst du dann die Steinaxt für oder nimmst du die aus dem Flugzeug? Ich nehme die Flugzeugaxt, aber ich weiß gar nicht, ob die Steinaxt besser geht. Die ist ziemlich laut, habe ich so den Eindruck. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Fels. Sollen wir dann den Schlitten hier abladen oder willst du da alles einzeln runtertragen? Oh, Schlitten wäre ganz gut. Allerdings, ja, sollen wir das gleich dann aufs Floß packen? Oder ist gefährlich, oder? Weil, wenn die Kannibalen kommen, die das machen uns das Floß kaputt. Schmeiß ich alles hier hin. Also rüber tragen kann man das nicht, ne? Doch, kann man schon, aber immer nur zwei und das ist ja, das dauert ja. Ach so. Ich komme mit dem Schlitten. Okay. Ich merke schon, das ist was Neues, was mich süchtig macht hier. Baumfeld. wo bist du gerade mit beschäftigt, Borstenmaul? Ich wollte hier gerade noch einen Baum umhacken. Ach so, ja, da auch vom Baumhacken kann man süchtig werden. Tatsächlich. Wo hast du eigentlich einen Baum gefunden? Na, hier oben. Sind sie da noch? Was mache ich denn? Hacken? Nein. Sarah, bitte einmal aus dem Weg. Ich weiß nicht, wie in welche Richtung er fällt. Ganz genau.
Baumfeld Richtung Strand müsste fallen. Jawohl. Boah, bin ich kräftig. Ich kann zwei auf einmal. Sogar drei, oder? Nee, einer ist mir runtergefallen. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Baumfeld Richtung, ja, so Strand. Halbwegs. Na, ordentlich ist das nicht, was ich hier mache, aber praktisch. Ach je. So, hier sind kleine Bäume, die lassen wir in Ruhe. Dann haben wir die, alle. Die kleinen Bäume, die geben dir Stücke. Ach so. Baumfeld Richtung Strand normalerweise. Ja, so. Kann man so sagen. Sammel Schildkrötenpanzer 1 von 7 habe ich. Sammel Stöcke 10 von 96. Und sammel Baumstämme 2 von 85. Was ist das denn nun wieder? Ah, ja. Das ist, weil wir hier Bauplatz haben. Ach so. Wird ja alles angezeigt, was noch gebaut werden muss. Ah ja, alles klar. Okay. Baumfeld. Nicht, dass ihr erschlagen werdet. Was passiert? Ach, nix. Alles gut? Ja, ich habe nur eine schnelle Art gefunden, den Schlitten wieder leer zu räumen. Aha. In der Falle. Auch hier ist ein Hase in der Falle. Oder? Irgendwie vermehren sich unsere Hasen überhaupt nicht, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, ihr müsst die aber in Ruhe lassen und nicht nur essen. Aber so ein Hase ist besser als so ein scheiß Kannibalenbein. Oh ja. Ritchie, wo bist du denn? Wo sind denn die ganzen Bäume hin? Ich habe ein bisschen habe ich gehackt hier. Holz. Holzfäller. Ich bin hier hinten am Dorf. Schon so weit am Dorf. Baumfeld Richtung Strand. So. Das Gefühl, als würden die Baumstämme alle verschwinden, Richie. Ich meine auch. Wir müssten Vorsicht, Baumfeld. Deswegen erstmal alle einsammeln, oder? Boah. Hier oben sind ein paar. Also ich sehe hier ein paar. Baumfeld. So schön ruhig. Ja, ich wundere mich auch. Das dicke Ende kommt bestimmt noch. Fürchtet euch nicht. So, Baumfeld Richtung Strand. Richie hat gewütet. Ich bin noch nicht ganz fertig. Es stehen noch ein paar Bäume auf der Insel. Baumfeld Richtung Strand, so. Blatt. Baumharz. Mal behalten. Was machen wir mit Baumharz? Das kannst du später gut gebrauchen. Ja.
Ich weiß noch nicht mehr für was. Das war's. Hauptsache, man kann es gut gebrauchen, alles klar. Für viele Dinge braucht man Baumharz. Zum Beispiel, um seine Waffe zu beschleunigen mit einer Feder und Baumharz. Kombinieren, Baumfeld Richtung, naja, Richtung Wand. Aber da war er schon halb gefallen. Also Baumharz, ja, braucht man für einige Sachen. Haben wir eigentlich hier einen Baumharzfänger irgendwo hingebaut? Wir haben hier ja so fleißig gehackt und ich habe gar nicht... Der ist am Zelt. Der ist da, wo der... Oh, ich bin so produktiv. Ich hacke hier gerade zwei Bäume gleichzeitig. Oh. Prima. Zwei Bäume fallen Richtung Strand. Ja, Richie, lass mal jetzt. Echt? Weil die ganzen Baumstämme sind weg, die ich hier runtergefahren habe. Die sind unten am Fluss bestimmt. Ja, die sind wahrscheinlich alle im Wasser. Irgendwo. Ja, oder im Wasser. Oh je, dann müssen wir aufpassen. Dann sammle ich die mal wieder aus dem Wasser ein. Deswegen mit dem Fluss müssen wir jetzt hier rüber. Ja, oder sollen wir da unten nicht auch ein Baumstammlager hinbauen? Wie viele Stöcke brauchen wir denn da für so ein Baumstammlager? Warte mal, ich baue dein Hassrecht. Ein Baumstammlager. Ach, wo sind denn alle Baumstämme? Ich sag ja, verschwinden. Warte, ich baue noch Stöcke. Ach, das ist voll. Das geht gar nicht. So, dann gehe ich mal aus dem Weg. Ah ja, Baumstammlager. Baumstammlager. Wie viele brauchen wir? Baumstämme, Baumstammlager? Wie viele können wir denn auf das Floß? Ach, so geht das. Wunderbar. Dann gucke ich einfach. Auf das Floß haben wir drei. Drei Baumstammlager? Ja. Ja, dann können wir hier, wir haben ja den Wagen hier einmal und dann können wir noch ein zweites daneben bauen, oder? Ja, ich hab... Oh, es regnet. Sehr schön. Was? Kann man hier vom Blitz erschlagen werden? Da habe ich keine Ahnung. Bis jetzt noch nicht. Also mir ist das bis jetzt noch nicht passiert. Oh. Haben wir eine Bank hier unten wieder aufgebaut? Nein, haben wir nicht. Na, kriege ich noch was rein? Glaube ja. Voll? Ja. Okay, ich muss was trinken. Gut, es regnet ja. Ja, hat sehr viel geregnet. Ach so, hat schon aufgehört am Strand. Ja, sieht so aus. Aha. Ja, der Himmel ist wieder blau. Hier im Wald regnet es noch. Ja, jetzt auch. Wunderbar. Müsste aber gereicht haben, oder? Um die Wassersammler zu füllen. Die Schildkröten kommen. Wir brauchen noch ein Essen. Na, was mache ich denn? Na, was ist los heute? Kannst du hier Wasser getrunken? Na, die Schildkrötenpanzer kann man immer nur ein von nehmen, ne? Ja. Genau. Wie kann ich die denn lagern oder was kann ich damit machen, damit die nicht verschwendet werden? Gar nichts. Deswegen haben wir da die ganze Riegel hier gebaut. Richie, sollen wir dann das Floß mal eben holen? Ja. Muss man ja zu zweit lenken. Oh, hier liegt noch Fleisch, wenn jemand Fleisch nehmen kann, noch. Ah, da.
Ja, kann. Nee, ich schmeiß es auch schon weg. Dann bringe ich es mal ganz schnell rüber. Ja, und ich bringe ganz schnell die Panzer hier noch an. Dann komme ich wegen des Floßes. Ja, es wird dunkel. Wir sollten zusehen, dass wir lieber in Sicherheit kommen, oder? Ja. So, hatten wir am Strand nicht auch noch irgendwie hier so ein Fleischgehänge? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, hier sind Gestelle für Fleisch. Sehe ich gerade. Ach so. Ich hänge das einfach hin, aber das wird ja alles gut sein. Habe ich ja gerade erst eingesammelt, das Fleisch. Ja, dann muss es gut sein. Oh, ich sehe hier aber nichts. Ja, egal, ich komme jetzt. Ich muss mich, ich muss sowieso was essen. Komm zum Speichern. Jo. Und dann. Ich muss was essen und bin ziemlich am Ende. Neues Tier entdeckt. Aha. Ist das hier so ein Stocklager oder was ist das hier, wo ich noch hier bin? Ja, ein Stocklager. Alles klar, da habe ich dann Stöcke da reingelegt. Mhm. So, da kann ich auch noch was reinpacken. Gut. Oh, hier ist Essen im Feuer. Ja, nimm es raus oder ich habe noch nicht begriffen, wie man das rausnehmen kann. Mit der gleichen. Nee, nicht mit gleichen. Kann man, glaube ich, nur essen, oder? Ach, oder kann man es nur essen? Alles klar. Wenn es im Feuer war, dann ja, glaube ich. Oh. Zum Speichern habe ich da gerade gehört. Und ja, zum Schlafen. Speichern. Ja, dann komme ich. Ah ja, schlafen könnten wir auch. Ja, aber wir speichern. So, dann esse ich mal ganz schnell noch was. Ich dachte, wenn wir mitten in der Nacht wach wären, Richie. Mhm. Dann würde ich auch sagen, dass wir den Part beenden. Okay. So, dann speichern wir oder schlafen wir? Speichern. Alles klar. Okay, Slot 2 habe ich dann genommen, aber das sieht man dann ja. Muss ich auch speichern eigentlich? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, reicht das einer. Alles klar. Ja. Ja, ja. Okay. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Jo. Bis dann. Tschüss. Gut. Ciao.